News TV. Wir werden euch in Angst, Schrecken und Panik versetzen, so wie ihr es von den heutigen Medien erwartet. Herzlich willkommen bei unseren Kurznachrichten. Politik. Donald Trump ist zurückgetreten. Wie aus internen Kreisen zu erfahren war, stellt er sein Amt zur Verfügung und wird nun als Doppelspitze Präsident der NATO und der WHO. Wirtschaft. Greta Thunberg wurde zur neuen Vorstandsvorsitzenden von BMW gewählt. Wie sie in ihrer Antrittsrede ankündigte, wird sich BMW aus der Autoindustrie zurückziehen und sich in Zukunft nur noch auf den Bau von Dampfmaschinen, Röhrenfernsehern und Windmühlen konzentrieren. Promi-News. Johannes Heesters lebt. Er hat gestern im Alter von 116 Jahren die 19-jährige Ururenkelin von Leni Riefenstahl geheiratet. Sport. Der FC Bayern München und Borussia Dortmund stehen am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga bereits als Absteiger fest. Der Kampf um die deutsche Meisterschaft entscheidet sich am letzten Spieltag zwischen dem 1. FC Nürnberg und 1860 München. Regionales. Regensburg und Straubing wachsen immer mehr zusammen. Die beiden Stadtparlamente streiten sich jetzt über den Namen dieser zukünftigen Millionenmetropole. Regensbing oder Strauburg? Bingburg oder Burgbing? Diese vier Namen stehen aktuell zur Debatte. Wir werden weiter darüber berichten. Wetter. Scheiße. Das waren die Kurznachrichten. Bis bald und demnächst auf diesem Sender.